Sternenfohlen. Ausflug zum Eispalast. Sternenfohlen, Sternenfohlen, hoch über den Wolken, ganz weit oben. Sternenfohlen, Sternenfohlen, schneller als der Wind kommen sie geflogen. Sternenfohlen. Wolke, Saphire, Mondstrahlen, Sturmwind sind die besten Freunde, vertrauen sich blind. Was auch immer du tun willst, kein Problem. Wunden heilen oder in die Zukunft sehen. Sternenfohlen, Sternenfohlen, hoch über den Wolken, ganz weit oben. Sternenfohlen. Das Abenteuer, haben keine Angst vor Ungeheuern. Sie fliegen um die Wette einfach so zum Spaß, geben richtig Gas. Sternenfohlen, Sternenfohlen, schneller als der Wind kommen sie geflogen. Sternenfohlen, Sternenfohlen, hoch über den Wolken, ganz weit oben. Als wärt ihr mit der Aufgabe fertig. Wer mag mir denn erzählen, was ihr über Wetterzauber rausgefunden habt? Hä? Wetterzauber? Boah, da muss ich aber echt überlegen. Na komm schon, Freiwillige vor. Also gut, ich fang an. Prima, Wolke. Dann lass mal hören. Also, Wetterzauber können angewendet werden, um sich vor gefährlichen Wetterereignissen zu schützen. Wenn zum Beispiel ein Sturm oder Gewitter aufzieht und man sich nicht unterstellen kann. Ganz genau. Und was noch? Wenn es lange nicht mehr geregnet hat, kann man einen Regenzauber vollführen, damit die Pflanzen nicht vertrocknen. Oder man zaubert eine kühle Brise, wenn es sehr heiß ist. Ja, aber das ist wohl erst wieder was für den nächsten Sommer. Wolke, das schneeweiße Einhornmädchen mit der strubbeligen Mähne und dem goldenen Horn, und ihre besten Freunde Stella, Mondstrahl, Saphira und Sturmwind hatten gerade Zauberunterricht bei Damaris. Heute hatten sie mit dem Thema Wetterzauber angefangen, was echt ganz schön schwierig war. Man musste dabei so viel beachten. Ein Windstoß wirbelte buntes Herbstlaub am Fenster vorbei und am Himmel trieben dicke graue Wolken. Ob man die auch einfach wegzaubern konnte? Damit die Sonne ungestört schien? Ein Klopfen an der Tür zu ihrem Klassenzimmer riss Wolke aus ihren Gedanken. Herein! Boah! Schau mal! Was ist denn? Sieht aus wie ein Brief. Wo kommt der denn her? Ist der für uns? Tatsächlich! Nachdem sich die Tür zum Klassenzimmer wie von Geisterhand geöffnet hatte, war ein Umschlag aus Pergament hereingeflattert gekommen, hatte ein paar Schleifen durch den Raum gedreht und war dann sanft auf dem Pult von Damaris gelandet. Von wem kommt der Brief? Lasst mich mal nachsehen. Nun sag schon. Mach es nicht so spannend. Ihr habt doch bestimmt schon mal gehört, dass der Einhornrat jedes Jahr einige Schulklassen einlädt, ganz besondere Orte in Arcadia kennenzulernen. Ja klar, aber dafür muss man sich bewerben, oder? Stimmt. Und genau das habe ich für eure Klasse gemacht. Dieser Brief hier kommt vom Einhornrat. Dann wurden wir ausgewählt? Ich weiß nicht. Sollen wir ihn aufmachen? Ja! Ja. Liebe Zauberklasse von Damaris, der Einhornrat freut sich, euch mitteilen zu können, dass in einer feierlichen Zeremonie ausgelost wurde, welche Klassen an den Studienreisen durch ganz Arcadia teilnehmen werden. Hatschi! Oh, bitte, bitte sag, dass wir ausgewählt wurden. Ja, bitte. Das wäre so toll. Ruhe, bitte! Nun denn, wir beglückwünschen euch dazu, dass ihr zu den ausgewählten Klassen gehört.